Hallo Leute, ja, wir sind hier im Spiel und haben dieses Mal hoffentlich Bewegung. Ja, sieht gut aus. Ich habe leider letztes Mal, beziehungsweise diese Folge nehme ich auch schon tatsächlich wieder das zweite Mal auf. Diesmal habe ich darauf geachtet, dass das Bild läuft, habe aber nicht gesehen, dass ich leider den Ton gemutet hatte und irgendwie war das leider dann ohne Ton. Hat er meine Sprache nicht aufgenommen. Müssen wir mal gucken, dass es jetzt mal vernünftig läuft, ne? Also, wir sind jetzt hier in Zweibrücken. Das ist ein schönes Städtchen mit schon einigen Bushaltestellen. Hier stehen auch ganz viele Leute. Wo wollen die denn alle hin? Lass mal diesen Zug gerade gucken. Okay, der ist voll. Aber da steigen auch einige aus. Das ist schon mal gut. Wir haben welche, die nach Gütersloh fahren. Bad Zwischenahn, Aachen, Köln, Friedrichsdorf. Geht alles in die andere Richtung. Lippstadt geht auch nach oben. Lüneburg geht nach oben. Neubrandenburg-Wilnsdorf. Willensdorf könnte auch, nee, geht auch nach oben tatsächlich, obwohl hier der Weg auch eine Möglichkeit hat. Und zwei Brücken sind tatsächlich 12. Es ist jetzt niemand weitergefahren, glaube. Naja, ich sag mal Logo und dann Großbild, oder? Das wollte er ja. So, Zug läuft noch, fährt noch. Ton ist noch da. Er wartet auf freie Strecke mit 16 Passagieren. Nee, warte. Er wartet mit 26 Passagieren auf freie Strecke. Das heißt, der will nach da oben wegfahren, oder? Nee. Ja, wenn der hier steht, ist nicht gut. Oder? Wo ist denn die freie Strecke? Ah, okay. Jetzt geht's weiter. Naja, passt. Nicht ganz gut gelaufen, aber vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir ein paar Mal. Ja, wenn der da so lange steht, dann macht das keinen Sinn, dass der da so lange steht. Das heißt. Wir könnten ja mal, warte mal, was steht da unten? 597.000. Lass uns mal gerade in die Kosten gucken. Aber da stehen noch 2,3 Millionen plus, alles ist gut. Haben wir letztes Mal viel Geld ausgegeben, kann das sein? Und jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal viel Geld ausgeben, weil ich will noch eine Ausweiche lieber hier mehr bauen, damit er nicht so lange wartet, oder? Macht jetzt nicht so Sinn, dass der so lange da wartet. Signale hin. So, jetzt vielleicht fährt er schon. Ne, das wird noch dauern, weil das muss erst bekannt werden, dass der da lang fährt. Also der wartet noch auf den, dann fährt er das. Und dann haben wir dann noch eine Ausweiche mehr. Das ist schon mal gut, denke ich. Gut, was macht unser Schiff hier? Hat 16 Passagiere, auch gut. Wie viele stehen hier? Oh, 60. 13 davon nach Bayreuth, nach Bünde. Okay, dann sind wir schon bei 19. Das heißt. Mehr wie ein Schiff rüber und dann ist auch noch Ettlingen und Wittlich da. Oder Willig. Das heißt, die haben genug zu tun. Der ist auch voll. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ah, da kommt sogar noch einer an, aber der entlädt gerade und ist auch schon wieder voll. Okay. Und hier stehen noch reichlich. Und über zwei Brücken sind es auch gut. Okay, die Schifffahrtslinie hier funktioniert. Hier lohnt nicht, aber. Ja, haben wir gebaut, Tante Mimi, ne? Aber irgendwann kommen da auch Fahrgäste vielleicht, wenn dann die Städte auch größer sind, auf jeden Fall. Hier stehen welche, die nach da hinten wollen. Okay. Wie sieht es hier aus? Diese Gleise sind auch zu lang. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen Zwischenstopp haben. Ja. Wenn, dann würde ich ihn hier bauen wollen, oder? Weil das wird sowieso da zweigleisig werden, wenn dann ein zweites Gleis kommt. Und das passt ja für den kleinen Zug erstmal, oder? So ist, glaube ich, passend. Dann braucht er nicht so lange warten, sondern kann eher, bevor da, ne, einer im Bahnhof ist, will ich hoffen. Hier ist niemand. Achso, vielleicht sollen wir mal die Städtchen auch angucken, ob Häuser gebaut sind, ne? Hier war nichts. Hier, okay, der hat da wahrscheinlich auch schon lange gewartet. Weil hier, nee, da ist ja noch ein Halt. Nee, okay, das geht vielleicht. Wie sieht's hier aus? Ist noch einer unterwegs oder sind die alle schon weg? Nee, sind alle auf der anderen Seite. Nochmal gerade nach Bünde schauen. Da ist aber auch alles abgedeckt. Städte, Straßen sind schon ein bisschen anders geworden hier, glaub, ne? Ja. Passt erstmal. Ettlingen hat mal gerade geguckt, passt auch. Gehen wir rüber nach diesem Städtchen hier, Willensdorf.
Wie sieht es hier aus? 26 Passagiere warten da und die wollen alle weg. Ja, okay, können wir so lassen. Er fährt mit 20 hier rüber, fährt ein bisschen minus ein mit 32. Vielleicht sollten wir hier am Hauptbahnhof einen Stopp machen. In Wilnsdorf. Dann gehen wir mal hier rein. Und dann in den Fahrplan Wilnsdorf Rathaus. Er fährt zu Burg. Ne, dann würde ich, wenn er hier steht und dann zur Burg fährt, wartet er auf Abfahrtszeit. Ein Tag passt. Lassen wir so, dann wollen wir mal gucken, dass vielleicht diese 32.000 da wegkommen. Ist vielleicht doch ein bisschen viel Geld, was da weggeworfen wird. Die Schiffe hier fahren alle hier. Wo ist hier der Zug? Wie fährt der? Der fährt plus, den können wir erstmal so lassen. Hier ist der Pendelverkehr. Da steht aber gerade keiner. Hat er wenigstens welche drauf? Ja, hat er. Okay. Stehen auf der Seite noch mehr? Ja. Die wollen aber von hier aus weg und nicht rüber. Doch, da sind 18, die auch rüber wollen. Okay, passt. Der fährt aber schwarze Zahlen an. Das können wir erstmal so lassen. Hier unten ist aber auch noch ein Zug. Wie sieht das denn bei dem aus? Weil der fährt jetzt ziemlich da leer immer durch die Gegend, meine ich, oder? Aber 294.000, das geht erstmal. Das können wir noch so lassen. Aber ob, vielleicht sind das auch alte Werte von wo noch keine Verbindung da oben war, ne? Hier stehen jetzt 9 Passagiere. Die wollen alle hier irgendwo hin, übers Wasser, aber niemand möchte nach Lippstadt. Und in Lippstadt fährt er mit 4 Passagieren hin und hat 51 Miese. Das heißt, ja, hier stehen 6. Ja, das ist auch nicht so viel. Dann lass uns mal hier die Lok nochmal nehmen, den Reiseplan nehmen, Fahrplan nehmen und in Lippstadt soll er mal hier stehen bleiben, einen Tag. Dann passt das schon. Hafen kann er ja wieder wegfahren, damit die vom Seewasser nicht so rostet. Die Dampflok. Und dann geht das hier. Jetzt bleibt er hier stehen, ne? Weil die 51.000 sind natürlich auch heavy. Oder jetzt sind es nur 51. Weil hier ist nicht so viel los. Und jetzt wartet der. Ja, da steht auch was von 9% beladen bei 101. Ich schätze mal, wenn er voll ist, fährt er auch los. Das wäre cool. So, wie sieht es hier unten aus? In Erlangen. Da stehen ganz viele Leute. Nach Erlangen will da keiner. Die wollen alle weg. Und die Kutschen hier haben volle Beladung. Die auch. Okay, das heißt, wir müssen hier nochmal gucken. Da kommt gerade eine Kutsche, oder? Ne, die ist schon durch, glaube ich, oder? Ja, die ist schon durch. Hier stehen noch 48 und die wollen alle noch weg. Will denn auch einer zur Burg? Nee, keiner zur Burg. Das heißt, die wollen alle zum Hafen. Das heißt, wir müssen da noch was tun, damit das klappt. Kutsche, Fahrplan. Erlangen, Erlangenburg, nee. Erlanghafen, da ist es. Ah, da waren vier. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Zwei ja noch mehr drauf. Weil hier standen doch 34, oder? Oh, 41 sogar. So, wie sieht es da aus? Okay, von der Burg kommen 6. Zu Burg fahren 2. Da sogar 6. Es sind aber 4 Kutschen drauf. Diese habe ich noch nicht. Da ist aber keiner drin. Okay, und wie sieht es hier aus? Achte, okay, da sollten wir abfrühstücken können mit den 4 Kutschen. Also, wir müssen nach hier hinten, nach Windenden war das, ne? Wir stehen hier am Hafen. 26. Keiner will nach Windenden. Wilnsdorf wollen sie, alle wollen weg. Okay, aber der Zug fährt ja auch gerade hier schon lang. Mit 9 Passagieren. Und wir stehen hier hinten. 6. Das heißt, warte, wir müssen mal gerade nochmal gucken, wie viel Minus macht der Zug. Oh, der macht Plus, dann würde ich sagen, lass es so. Weil der fährt ja wohl genug hin und her. Dann sieht es doch erstmal gut aus, oder? Hier ist auch schon wieder das nächste Schiff, was kommt mit 16 Passagieren.
Aber die wollen alle nicht nach Winden, aber hier 9 Stück. Okay, das ist ja schon mal was. So, waren wir bei Friedrichsdorf schon? Ich glaube nicht, ne? Wir haben nur bis zum Teich da uns bewegt. 14. Erlangen, 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 Lippstadt, Willensdorf, Willensdorf, Winden. Das ist alles weg hier, okay. Sind welche für hier drin? Wohl nicht, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Da ist noch einer, der bringt auch noch 6 hin. Okay, das passt erstmal. Wie sieht es denn hier aus? Erlangen, Erlangen, Lippstadt, Willensdorf, Willensdorf, Lüneburg. Da 3 Stück wollen in die andere Richtung. Und er bringt niemand mit. Okay, aber hier ist mit 195.000 plus alles okay. Und er hier hat 5, die nach Schwandorf wollen. Und das ist nur die Schwandorf-Linie mittlerweile hier. Ne? Woanders fährt da keiner mehr hin, obwohl der Hafen da ist. Der holt dann hier aber auch noch 11 ab. Aber das ist, glaube ich, auch alles halb so wild, weil da ist schon genug am Laufen. Hier steht noch was für Schwandorf. Die Zuglinie hatten wir ja schon geguckt. Der ist auch mit 8 Stück unterwegs. Das geht. Alles gut. Bad Mergentheim hat hier eine Haltestelle und da ist die Haupthaltestelle. Da stehen natürlich 58. Achem, 2, 7, 10. Ah, das ändert sich so viel. 8, 10. Das ist intern. Bad Zwischenahn ist unten. Das sind 16. 17, 18. Ah, die meisten wollen hier weg. Warte mal, da kommt ja gerade ein Zug. Ne? Hat er Kapazitäten frei? Ne, der ist tatsächlich voll. Aber steigen welche aus? Das sieht gerade nicht so aus, als ob das so prickelnd ist auf dieser Linie. Weil der fährt jetzt hier zwar an, lässt ein paar da, aber er lässt nicht alle aussteigen. Das können wir ja mal gerade sehen, was von den 62 rausgehen. Wahrscheinlich so 6 Stück oder so, ne? Ah, waren ein paar mehr, 53 habe ich auch gesehen. Aber das wird nicht weniger hier dadurch. Der nächste, der da fährt, was macht der? Okay, der hat nur 3, dann fahren ganz viele mit. Ich glaube, da müssen wir hier doch nichts machen. Hatten wir, glaube ich, auch in der vorletzten Folge schon mal drüber nachgedacht, ne? Was ist hier bei Achim? Stehen 65. Intern sind einige. Ich glaube 44 sind es, oder? Aber nach Norden, nee. Die sind intern. Ah, Bad Mergentheim sind hoch. Nicht 44, dann sind es nur 35. Der Rest will runter. Und wie viele sind da drinnen, die da aussteigen? 9er. Das heißt, der kann auch nicht alle mitnehmen. Nee, mehr. Da sind auch mal 3 Achim. 12er. Ja, komm, lassen wir so. Wird schon klappen, ne? Sonst werden wir es in den nächsten Folgen nochmal sehen. Hier stehen natürlich reichlich. Winsdorf, Burghafen, die wollen nach Norden. Lippstadt, nach Norden. Friedrichsdorf, nach Norden. Hier sind es jetzt schon tatsächlich richtig viele. Und da kommen jetzt noch welche zu, ne? Der kommt nochmal mit 62 an und wir steigen aus. 46. Das heißt, 16 sind noch da geblieben. So viele fahren gar nicht mit. Alle wollen nach Norden hier. Ja. Die 189 wollen nach Norden. Okay, wenn die Züge ankommen, bleibt ja keiner drin. Es werden alle ausgetauscht. Einer. Zwei. Wir haben 3 drauf, oder? Sind sogar 4, weiß ich jetzt nicht. 3, nee, sind 4 drauf. Rein theoretisch müsste das reichen, weil 189, das sind 186, sind 3 Züge. Ja, aber Frequenz ist das Problem dann. Lassen wir so, definitiv. So, ich weiß nicht, wo wir weitergeguckt haben. Waren wir hier schon irgendwo? Gütersloh hat... Ist ein Bahnhof, okay. 74 stehen hier. Die wollen alle nach Norden. Die wollen quer verkehren zwischen Ahn und, nee, 2 Brücken war das und Lüneburg.
Oder? Ja. Ja, müssen wir ein bisschen im Auge behalten, ne? Die zwei großen Städte hier. Also große sind die Städte, sind ja noch nicht mal die größten, aber ne, können wir ja mal gerade gucken hier. Das war die Stadtliste. Wir sortieren mal nach Einwohnern. Und 363 sind Königsbrunn. Jena ist 363, Ettlingen, Bad Mergentheim, Bad Zwischenahn, Achenbünde und hier ist Gütersloh. Neubrandenburg ist sogar hier unten erst mit 339. Naja, und Stadtwachstum ist 1,5, ist also negativ. Während Königsbrunn natürlich mit 7,2 ein sehr positives Stadtwachstum hat. Okay. Wie stehen denn hier? 15 Personen. Alle wollen weg. Geht ja auch nicht anders hier, ne? Hier ist auch noch alles safe. Was macht Köln? Köln ist auch noch safe. Lüneburg, nicht Lüneburg verpennen hier. Ist auch safe. Da ist noch ein Häuschen mehr. Ja, ein Industriegebäude, aber leider nicht so eins, wie ich gerne hätte. Dann könnte ich nämlich Ware liefern. Das ist leider nicht so. Stehen hier noch welche? Nein, alle abgeholt. Und wie viele sind drinne? 19 sogar, wow. Nicht schlecht. Ja, läuft erstmal, würde ich sagen, ne? Machen wir erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.